Das ist ja cool. Das hat ja richtig Attitüde. Hier ist gerade eine Schlange durchgerauscht. Diese Moskitos! Ich krieg die Krise, Alter. Oder eine Serie über Hippies und Bärtige. Nee. Ja, okay. Jetzt bitte kreativ sein, bitte auf die Kacke hauen. Yeah. Einen wunderschönen guten Morgen am Tag Nummer 2. Wir sind tüchtig verklatscht und ganz schön fertig von gestern. Ja, der Paul wird vielleicht ein bisschen krank, aber... Eisschmerzen. Ja, das sind unsere Challenges. Alle in verschiedenen Umschlägen verpackt. Die mischen wir jetzt einmal durch und ziehen die heutige Tageschallenge. Schauen wir doch mal. Drück die Daumen. Es gibt echt fiese Challenges dabei. Ich hoffe, das ist nicht die eine. Ich würde sagen, wir verteilen die und lesen die aber erst im Wald. So, dass wir erst im Wald wissen, was bevorsteht. Okay. Schauen wir mal. Zeit für den Aufbruch. So, jetzt wieder alleine unterwegs, kraxel gerade wieder meinen Berg hoch und dann geht es gleich wieder an den Fluss. Eine Runde klettern über Steine. Hallo Waterfall! Home sweet home! Das Tarp steht noch. Ist ein bisschen in sich gefallen, aber wir können die Schnüre gleich mal nachspannen ein bisschen. Da soll jetzt mal eine fucking Mücke kommen. Ich möchte gern hier sitzen, weil zum einen hier der Stamm mega bequem ist. Viel besser als da. Und ich hier vor Regen geschützt bin. Ja, ich überlege, wie ich jetzt hier mir einen Tisch oder sowas bauen könnte vielleicht. Ja, kleines Status-Update zu meinen aktuellen Herausforderungen. Seit ich gestern so viel Berg hoch und runter gelaufen bin, ist mein linkes Bein tatsächlich ganz schön im Eimer. Das linke Knie ist, wie gesagt, vor 10 Jahren operiert worden und ja, seitdem bei Überlastung wird das vordere Kreuzband einfach dick und es tut einfach nur weh beim Laufen. Bergab ist gerade echt, macht keinen Spaß. Zusätzlich habe ich wohl gestern ein bisschen unterschätzt, wie kalt das wird, wenn man schwitzt beim Laufen und dann eben in den nassen Sachen noch eine Weile sitzt. Möglicherweise habe ich mich erkältet, habe auf jeden Fall heute ziemlich heftig Halsschmerzen und ich freue mich schon aufs Rappen heute. Aber die Sache, die mir am deutlich meisten Sorgen bereitet, ist tatsächlich das Ladekabel von meinem MacBook. Und zwar dieses Ladegerät habe ich beetweise gesucht in unserem Lager und nicht gefunden. Und ich hoffe, dass ich das tatsächlich in meinem Shelter gelassen habe und gestern beim Zusammenpacken einfach übersehen habe. Denn wenn nicht, habe ich genau noch 20% Akku und das wird hart, damit auszukommen und auch in den nächsten Tagen damit zu leben. Wir gucken uns gleich mal, wenn ich das Tarp wieder gefunden habe, die Challenge an von heute. Exzellent. Das Ladegerät sehe ich nirgendwo. Das bringt mich vor eine echte Herausforderung. Bevor ich mir jetzt wegen dem Netzteil zu viel Stress mache, lass uns erstmal schauen, was die Challenge von heute ist. Weil es gibt Challenges, die brauchen mehr Produktionszeit, andere brauchen weniger.
und da ist vielleicht irgendwas zu sammeln oder zu bauen oder so. Schauen wir mal rein. Aus welchem Holz bist du geschnitzt? Baue dir ein akustisches Instrument aus Naturmaterialien. Yay, das ist eine übelst schöne Challenge. Du darfst dabei jedoch auch Dinge verwenden, die du bei dir hast. Tools, Kleidung, Nahrung etc. Sehr gut. Du kannst auch mehrere Instrumente bauen. Schauen wir mal. Musik-Challenge. Weihe dein neues Instrument, deine Instrumente ein, indem du damit einen Track produzierst, der ausschließlich aus dessen, deren Instrumentalaufnahmen besteht. Wuha! Minimum 10 Samples. Die Aufnahmen dürfen auf jede Weise bearbeitet und mit Effekten verändert werden. Das ist gut. Du darfst dein akustisches Instrument heute nicht verwenden. Deine Stimme ist jedoch erlaubt. Okay, wieder keine Zeit für die Klangschale heute, aber ich denke, Basteln von Instrumenten, das klingt nach einer wunderschönen und ästhetischen Herausforderung. Merken wir uns diese Worte, mal schauen, wie ästhetisch das Ganze am Ende aussieht. Aber Instrument basteln, da habe ich richtig Bock drauf. Und dafür diesen ganzen Tag Zeit zu haben, klingt nach einer wunderbaren Challenge. Ich würde das Ganze nicht überstürzen. Ich glaube, ich setze mich erstmal, komme ein bisschen zur Ruhe, ordne mich und gucke, wie ich mit der Situation umgehen kann. Schreiben ist für mich persönlich eine Sache, die mir jederzeit hilft, um zu reflektieren, mal ein bisschen herauszuzoomen und das Gesamtbild zu sehen. Und mit dem Schreiben ist mir, glaube ich, gerade bewusst geworden, wie viel von der Belastung ich vielleicht auch unterschätzt habe in den letzten Tagen. Und ich glaube, jetzt, heute Morgen, ist zum ersten Mal so eine richtige Entspannungssituation entstanden, wo ich mal wirklich ankommen kann im Wald. Das fühlt sich alles im Moment für mich noch nicht so richtig real an. Ich komme an das Tarp und denke, huch, das hast du gestern gebaut? Ehrlich? Das warst du? Mit einem bestimmten Anspannungslevel, als auch mit einem bestimmten Stresshormonpegel, ist es auf jeden Fall möglich, in kurzer Zeit auch mal ein bisschen Gas zu geben und vorwärts zu kommen. Aber das für 7 Tage so aufrecht zu erhalten, ist definitiv keine gute Idee und werde ich auch nicht schaffen. Also, was kann ich persönlich machen, um hier ein bisschen runterzukommen? Nummer 1 für mich, die Dinge aufschreiben, die mich gerade beschäftigen und die erstmal aufs Papier packen, dass sie nicht im Kopf ihre Kreise drehen. Zweitens werde ich mal versuchen, hier ein bisschen zu meditieren, um einfach die Gedanken loszulassen und mehr im Moment anzukommen. Und da alle guten Dinge 3 sind, würde ich als 3. noch eine Atemtechnik hier praktizieren, die ich im letzten Jahr über YouTube kennengelernt habe. Und zwar die sogenannte Wim Hof Atmung. Irgendwie ist bei mir immer alles so arg strukturiert. Aktive Entspannung in 3, 2, 1. Lässt sich gut und dann Track bauen, vor allem Ambient, das einfach im Hintergrund laufen zu lassen, gar nicht so viel zu bearbeiten. Es steht noch. Und ich hatte so eine kleine Sorge, dass es jetzt ein neues Moskitonest wird, aber bis jetzt sehe ich hier noch keine. Hammer! Ausschließlich aus deren Instrumentalaufnahmen. Okay, dann, ja, puh, da muss ich auf jeden Fall mal mindestens 2 Instrumente auf jeden Fall bauen, ist klar. Ich finde eigentlich an und für sich diese ganze Aufgabe und die Idee dahinter super cool. Aber irgendwie fühle ich mich manchmal auch ein bisschen gestresst, so Zeitdruck zu haben. Und irgendwie in einem Tag immer so ein Lied bauen und dann noch andere Aufgaben, ich meine, wir haben relativ viel Zeit, aber es ist manchmal schon nicht einfach. Ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, was Matti bauen wird, weil der ist halt, ne, der ist, glaube ich, richtig fit dabei. Gucken, dass ich nicht zu sehr abstinke gegen ihn. Da hinten liegt eine blaue Obstkiste, die irgendwie angeschwemmt wurde wahrscheinlich. Von irgendeiner Apfelplantage. Oh, und die wird festgehalten von diversen Wurzeln. Vielleicht können wir trotzdem was damit anfangen. Fuck, der ist viel zu tief, ey.
Oh, das ist natürlich nice hier. Ich war gerade noch mal unten am Wasser und habe nach einer einfachen Lösung für einen Tisch gesucht, also irgendwas, wo ich nicht so viel bauen muss. Aber es scheint so, als ob ich da nicht drum rumkomme. Die Holzsorten hier im Wald sind sehr unterschiedlich, aber ich habe hier ein richtig geiles Hartholz gefunden, mehr oder weniger, was noch nicht zu alt ist, nicht zu morsch und dafür richtig geil funktioniert. Alter, ich merke gerade, wie viel Zeit es frisst, hier diese Stämme anzuschnitzen, die als Pfosten für den Tisch dienen sollen. Und ich habe gerade eigentlich eine viel einfachere Lösung dafür gefunden. Und zwar säge ich die einfach schräg hier so an, also durch. Und dadurch werden sie auch spitz. So. Ja, das sollte doch genauen. Gerade ein bisschen unsicher, ob es so schlau ist, meine ganze Bastelenergie in diesen Tisch zu stecken. Wo ich ja heute eigentlich noch ein Instrument oder mehrere Instrumente bauen möchte. Ich brauche halt schon irgendwie einen Tisch so, damit ich auch die nächsten Tage schön arbeiten kann. Schön aufnehmen, producen. Aber für heute tut es vielleicht auch ein Provisorium erstmal. Ich meine, gestern hat es auch geklappt mit dem Laptop auf dem Schoß. Und wenn ich heute vielleicht die Kiste nochmal irgendwie so seitlich ein bisschen benutze. Ja, ich glaube, das tue ich. Einfach mal losstiefeln und Sachen suchen. Und hoffentlich kriege ich da ein bisschen Inspiration. Ich hatte schon irgendwie so eine Idee, vielleicht ein Xylophon zu bauen, so aus Totholz aneinander. Und vielleicht finde ich sogar irgendwie ein ganz elastisches Stück Holz, wo ich eine Art Maultrommel draus machen kann. Bubble, 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 bubble. Wow, das ist gar nicht so einfach wie gedacht. Dieser Ast, der ist schon so ein bisschen hohl. Und macht schon eigentlich ein bisschen Geräusche, vielleicht fürs Xylophon. Ich glaube, ich werde jetzt hier einfach mal ein bisschen lang wandern und mich versuchen davon inspirieren zu lassen. Ich finde hier auch ein ganz cooles Holz, was auch ein bisschen hohler ist. Das schöne Treibholz. Ich glaube, das ist schon mal eine coole Sache, ey. Das wird auf jeden Fall das erste Instrument. Hammer. Das nehme ich auf jeden Fall auch mit. Wahrscheinlich nicht für die Challenge, aber für ein Samplen generell auf jeden Fall. Oh, echt wunderschön. Geil, ich hab echt ein paar coole Treibhölzer gefunden. Hier ist sogar so ein kleines Becken. Da gehe ich auf jeden Fall gleich schwimmen, wenn ich mit dem Endspantenbau fertig bin. Wenigstens mal kurz abkühlen. Mich hat es gerade eben den Fluss an einer Stelle, wo ich ans Ufer hüpfen wollte. Wow, ziemlich hingehauen. Also nicht übelst schlimm, aber ich dachte so, das Boden. Gehe mit dem Fuß rein, es war einfach nur ganz lose Erde und bin mit dem Fuß abgesunken. Alles gut, aber mir geht kurz die Pumpe, ey. Ich bin hier ganz allein, aber alles gut gegangen. Wow, tat das gut. Eigentlich ist es total cool, dass heute diese Challenge mit den Instrumenten ist. Es hätte viel, viel schlimmer kommen können heute. Bei der Challenge heute kann ich an meinem Spot bleiben, brauche mich wegen meines Knies nicht so viel bewegen, kann also ein bisschen entspannen. Und das ist auch keine Challenge, für die ich den gesamten Tag brauche. Ich kann mir also heute ruhig ein bisschen Zeit zum Entspannen, zum Erholen und zum Ankommen nehmen. Das ist echt gut. Und dritter Punkt mit meinem Laptop-Akku. Ich muss heute Abend unser Lager nochmal beetweise durchsuchen. Irgendwo muss dieses Netzteil liegen. Aber heute muss ich halt mit diesen 20, 23% oder so auskommen. Und
Das heißt wiederum, Einschränkung ist oft der beste Weg zur Kreativität, ist oft die beste Möglichkeit, um zu schauen, was mir wirklich relevant und wichtig ist an der heutigen Challenge. Und das heißt, ich habe dort vielleicht 2 Stunden Produktionszeit, mehr nicht, mit dem Restakku. Und das muss reichen. Das ist eigentlich ganz cool. Ach, es fügt sich alles. Sehr gut. Manchmal ist Entspannen und Durchatmen einfach der Weg. Ich habe in meiner Laptop-Tasche gerade exakt das Netzteil gefunden, was ich gesucht habe. Ich hatte es breiter in Erinnerung, deshalb hatte ich es hier echt nicht vermutet und habe es sonst wo gesucht, bis auf hier. Es ist immer da, wo man zuletzt sucht. Aber sinnvollerweise sollte man auch da anfangen zu suchen, wo man es eben vermuten könnte. Naja, Paul, Lektion fürs Leben. Welche Instrumente lassen sich denn überhaupt einfach bauen? Grundlegend, Percussion-Instrumente. Beispielsweise könnte ich mir eine Rassel vorstellen, die ich basteln könnte. Dann gibt es vielleicht im Bereich Zupfinstrumente noch Potenzial. Oh, wenn ich einen Dreiklang spielen könnte, das wäre fantastisch. Aber vielleicht lässt sich auch sowas wie ein Kazoo bauen. Schauen wir mal, ausprobieren. Ich habe keine Ahnung, ob das funktionieren wird, aber die Idee ist grundlegend die gleiche, wie wenn man so einen Grashalm zwischen Daumen und Daumen einspannt und durchpustet. Ungefähr so soll es dann klingen. Oh Gott, ich hätte das gerne ein bisschen tiefer. Mal schauen, ich finde bestimmt einen größeren Grashalm. Das sieht schon ein bisschen wie Marimba aus für mich. Vielleicht könnte ich damit tatsächlich lieber als das Kazoo Marimba-Klötzchen bauen. Also in der Mitte jetzt ein Stückchen dünner ausgehöhlt. An den Seiten haben wir viel Holz, das klingen kann. In Griechenland gibt es keinen Pfand leider. Ach was, krass. Der Deckel ist offenbar besser geeignet als die Unterseite. Ist vielleicht kleiner. Ist vielleicht eher angemessen, so mit der Größe. Okay, den mache ich ein bisschen glatter. Ja, das wird was. So, Plastik lasse ich natürlich nicht im Wald liegen. Wird alles eingesammelt und mitgenommen hier. Logisch. Und ich habe tatsächlich noch eine zweite Konstruktion wie diese aus der anderen Seite der Flasche gemacht, die auch noch ein Stückchen gekürzt. Die ist jetzt ein Stückchen größer. Ist voll interessant, dass der da höher ist als der. Das Holz hier scheint mir nämlich massiver zu sein als das hier. Und hier ist der Resonator auch kleiner, die Resonanzfläche darunter. Ja moin, ich konnte es natürlich gerade nicht lassen und wollte auf Teufel komm raus doch noch ein bisschen weiter am Tisch bauen mit ein bisschen Zack. Und da boah, ist mir die Säge abgebrochen, also vorne dies so ein kleines Stückchen. Ja gut, ich meine, das ist eine relativ dünne Säge so. Hat bisher eigentlich gute Dienste geleistet. War ich wohl ein bisschen ruppig. Ich habe die 4 Grundpfosten für den Tisch jetzt noch fertig zugesägt und angespitzt. Und belasse es erstmal dabei für Tisch. Ja, ich möchte mein Messer nicht noch weiter stumpf und die Säge weiter kaputt machen, sondern mir das lieber, die Werkzeuge lieber gut erhalten, um jetzt schöne Instrumente bauen zu können. Ich habe das hier draußen gestern auch schon gemerkt, irgendwie, dass ich zwischendurch mal so Momente habe, wo ich einfach da sitze oder irgendwo in der Gegend rumstehe und voll leere Gedanken habe, einfach so. Und es ist voll schön, dass das hier irgendwie geht und dass wir auch so viel Zeit haben, um uns ein bisschen Space zu geben.
ist ja auch selbst gewählt. Ne? Ich könnte auch einfach irgendwie, müssen wir ja keinen Tisch bauen, könnte ja irgendwie mich irgendwo hinsetzen, wo es schon, wo es auch so geht. Instrumentenbau! Upp, upp. Dieser Ast wird mein erstes Instrument, yo. Es hilft ja nichts. Ich habe eine in den Arsch gestochen gerade. Mann. Ich bin gerade ziemlich froh, dass ich geschlossene Kopfhörer dabei habe. Wir haben die hier von Shure bekommen. Mega nice. Interface. Mein Mikrofon. Da unten ist noch mein kleines MIDI-Keyboard. Und hier ist mein selbstgebautes Multi-Instrument mit diversen lustigen Dingen dran. Und ja, ich schmeiß jetzt mal Cubase an. Und dann werde ich mal schauen, was ich da drin aufnehme. Ich glaube, ich nutze heute nicht meinen Field Recorder, sondern nehme einfach alles mit dem Mikrofon auf. Macht die Sache ein bisschen einfacher. Und ich höre teilweise Schritte und Menschen, obwohl das Bullshit ist hier. Alter, es ist, ja, es ist Challenge. Der Hauptgrund, warum mich die ganze Kacke so stresst, ist, weil ich extrem hohe Erwartungen an das Ding hier habe und irgendwie, ja, auch im Vergleich zu den anderen immer denke so, fuck, ich muss abliefern und ich muss irgendwie auf die Kacke hauen. Aber das ganze Ding ist halt ein Fun-Project so am Ende des Tages und ich glaube, das sollte ich dabei nicht vergessen. Ja, okay. Jetzt bitte kreativ sein, bitte auf die Kacke hauen. Yeah, okay. Schauen wir mal, was rauskommt. Ich war gerade noch mal am See, am Fluss, weil ich noch Stöcker, mein Zupfding vergessen habe, hier, ne? Und dann habe ich das gefunden. Irgendein Rohr, was schon übelst durch ist, also so richtig, keine Ahnung, ob das von einem Wasserleitung oder so ist. Aber ich glaube, für die Challenge würde ich es nicht nehmen, weil es stand nur ausschließlich aus Naturmaterialien. Oder was wir mit haben, und das ist ja eigentlich kein Naturmaterial. Ich glaube, ich muss es auf jeden Fall auch gerade machen. Das ist nicht hier schief auf beiden Seiten. Und dann sollte man da vielleicht ein paar bassige Sounds rausbekommen. Aber wie gesagt, das werde ich nicht für heute nutzen, definitiv. Also ich habe jetzt diesen gekrümmten Ast, wo ich verschiedene Bogen habe, ne? Und will jetzt so eine Art Harfe daraus machen mit diesem, wir haben ja so einen Nylon-String. Boah, ey. Die stechen einen sogar in die Stirn. Komm schon, das muss nicht sein, Digga. Zeig mal ein bisschen Liebe. Das war gut. Nice. So. Anang Xylophon, hm? Ja, so ungefähr soll das dann aussehen. Mal gucken, wie schnell ich damit fertig bin und ob das alles so funzt. So, das wird mein Kazoo-Versuch. Das kann aber komplett ins Auge gehen. Ich möchte hier diesen Grashalm da drauf binden. Bisschen Abstand mir links und rechts machen und auf die Weise ein Mundstück schaffen. Und die beiden trenne ich nach oben und unten mit einem kleinen Holzstückchen.
Geil. Also das ist die Lösung mit oben Holz, unten Holz. Jeweils eine dünne Membran, einmal unten mit einem dünnen Holzscheit, oben mit einem Grashalm. Und die beiden getrennt hier durch ganz kleine Holzspänchen. Das war definitiv kein leichtes Unterfangen, aber ich habe geschafft, das Ganze festzubinden. Okay, zweites Instrument, würde ich sagen, ist entstanden. Inzwischen hat sich früh so eine Routine etabliert. Maddy kümmert sich immer um das Befüllen der Tupperdosen. Es sieht wunderbar aus heute. Und Timbo kocht uns früh Porridge. Und ich kümmere mich so ein bisschen um so Technikkram, also die Akkus bei den GoPros und die ganzen Speicherkarten und so zuteilen. Und da sind wir eigentlich ziemlich fix inzwischen früh. Geht schnell. Karamellwaffel, meine Güte. Ich hätte schon gern noch ein Saiteninstrument ausprobiert. Und so eine Rassel. Am Ende fällt mir so eine Entscheidung so schwer, dass ich lieber 4 verschiedene Instrumente provisorisch baue, als eins davon richtig. Aber ich möchte es halt auch gerne ausprobieren und gerade heute gibt es dafür die Gelegenheit. Und gerade wenn ich es nachher aufnehme, ist es auch schön, mehrere Instrumente zu haben, die ich dafür nutzen kann. Und natürlich Dornen im Weg. Das ist alles so arg morsch. Ja, dann hat sich der Ausflug doch gelohnt. Ich bastel mir hier einen kleinen Loop. Also einmal rundherum. Das ist spannend. Ich finde das spannend. Ein Stückchen, Stöckchen. So, und damit bekomme ich ja, Spannung auf die Seiten. Gibt einen Ton von sich. Sehr gut. Nichts Besonderes. Wie gesagt, heute alles provisorisch, dafür alles. Und genau das bringe ich jetzt hier auf der Hälfte an. Ich könnte tatsächlich dieses gleiche Spiel an verschiedenen Stellen auch hier an der Oberkante spielen. Mach mir dafür mal ein bisschen eine schärfere Kante, weil viel von dem Ton entsteht dadurch, dass die Kante hier scharf ist. Okay, ich habe also jetzt hier drüben 2 verschiedene Stöckchen zum Spannen und damit lässt sich die Tonhöhe beeinflussen. Und genau durch diese Teilung hier habe ich dann jeweils 2 Töne, wenn ich das möchte, oder kann es genau in die Mitte schieben und habe den gleichen Ton auf beiden Seiten. Cool. Uiuiui. Nummer 3. Jetzt habe ich hier eine Klärbe überall reingemacht, auf beiden Seiten von den Hölzchen. Ja, und jetzt geht's ans Verbinden. Wieder Fuddelei. Classic. So mache. Puh, ja, ein bisschen durch. Oh, diese Moskitos! Ich krieg die Krise, Alter! Gib mir eine Bohrmaschine, gib mir einen Akkuschrauber, gib mir einen Hammer, gib mir Fäden. Brombeeren. Cool. Ich habe mir angefangen, ich habe jetzt ein Saiteninstrument, das ich auf jeden Fall einfach samplen werde und dann bearbeiten. Wo ich einen Bass auch höchstwahrscheinlich draus machen kann. Dann habe ich das Xylophon, meine Stimme für Melodie. Also auf jeden Fall irgendwas Rasselmäßiges. Was ein bisschen fehlt, sind Trommeln. Hammer.
Wow. Geil. Gerade überall Eidechsen. Es war echt kalt, aber ich stehe voll auf kaltes Wasser. Das werde ich auf jeden Fall öfter machen. Aus diesem einen tiefen Schlag auf das Holz, dum, dum, kann ich wunderbar einen Bass bauen. Sehr schön. Das hier sind alle Samples, die ich aufgenommen habe, einmal im Schnelldurchlauf aneinandergereiht. Hier ist gerade eine Schlange durchgerauscht. Ey, ich habe mich kurz erschrocken. Einmal kurz Adrenalin, aber jetzt geht's wieder. Da hören wir mal wieder, was Reverb eigentlich ausmacht. Okay, wir sind bereit zum Performen. Let's go! Let's perform some drums! Groove Agent ist da! Irgendwie sowas. Ist geil. Für mein viertes und letztes Instrument habe ich diese Astgabel hier von Totholz abgeschnitten. Also das Auffädeln war vergleichsweise einfach, aber diesen letzten Knoten, den mache ich echt nicht easy hier drin. Meine Finger sind einfach zu groß für sowas. Nah dran, sehr nah dran. Vielleicht schnitze ich mir das einfach ein bisschen zurecht, damit das drüber geht. Weil nach 20 Minuten Knoten reißt mir der Geduldsfaden. Und lieber der Geduldsfaden als dieser hier. Nicht brechen, bitte. Eine einfache Art von Rassel ist das. Ich beginne damit, Samples aufzunehmen von jedem der Instrumente und nutze Lord Boblos hier, meinen Field Recorder, mit einem Shotgun-Mikrofon obendrauf und mit dieser sogenannten Dead Cat, die also für Windgeräusche und so gedacht ist. Also Lord Boblos und ich machen uns ein Sample und ja, schauen wir mal. So gut war mein Knoten wohl doch nicht. Mücken!
Ich habe den Originalsound dieses Zupfinstruments behalten, habe den aber ein Stückchen tiefer klingen lassen und habe zwei verschiedene Aufnahmen übereinander gelegt davon. In Anlehnung an eine elektrische Gitarre habe ich die zweite mal durch einen Gitarrenamp geschickt, sodass es klingt, also als ob es eine E-Gitarre wäre, die durch einen Haufen Effekte geht, die typisch für Gitarren sind. Gitarreneffekte klingen hier wunderbar. Mann, mein Hals kratzt. Meine Güte, ich hoffe, mir geht's morgen noch gut. Das ist ja cool. Das hat ja richtig Attitüde. Okay, meine Kickdrum habe ich auch gebaut, allerdings schon gestern. Aber das zähle ich als selbstgebautes Instrument, den Sitz hier unter mir. Da ist die Kick. Das ist wirklich, wirklich ein weirder Beat. Aber alles aus diesen Instrumenten hier. Das ist total cool. Ich habe die also gar nicht per Sounddesign großartig verändert, sondern tatsächlich jetzt mit Originalaufnahmen gearbeitet und damit viel mehr Instrumentenspiel einbauen können, als wenn ich rein mit den Samples arbeiten würde. Was in diesem Beat aber noch vollkommen fehlt, ist der Bass. Und genau den möchte ich jetzt tatsächlich aus einem der Samples gestalten, das ich hier mit dem Zupfinstrument aufgenommen habe. Ja, ich lade jetzt mal die Samples, also die Aufnahmen von dem Aufnahmegerät hier rüber auf den kleinen Sampler, um die zu schneiden. Audio. So. Boop, 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 boop. Danach kann man das, das loopt sich das, also es wiederholt sich immer wieder, deswegen hat man einen Rhythmus, der dem Ganzen hilft, das im Takt zu halten. Echt ein bisschen eng in meinem kleinen Studio. Ja, ich weiß auch nicht, irgendwie habe ich gerade an meine Tochter gedacht, Tara. Und die lernt gerade laufen, also vielleicht macht sie gerade schon die ersten Schritte und ich verpasse das ein bisschen. Das macht mich auch echt ein bisschen traurig. Aber deswegen dachte ich, widme ich ein Lied ihr und wie sie laufen lernt. So ein paar Zeilen sind in meinem Kopf. Ich versuche einfach mal, das rauszulassen und rhythmisch und mit Gesang da drüber zu legen. Irgendwie passt der Groove und der Beat auch so, um gerade aufzustehen und die Welt zu erkunden. So ein bisschen neugierig macht er. Ist mir dann irgendwie aufgefallen. Let's go, lass mal probieren. No? Thank you.
Alter. Gleich ist schon wieder Schluss. Yeah, das wird ein cooler Bass. Sehr schön. Yeah! Okay, jetzt bin ich ganz kurz vor Erreichen meiner Batteriegrenze. Leider musste ich feststellen, dass mein MacBook mit der Powerbank, die ich hier dabei habe, nicht lädt. Das heißt, ich bin tatsächlich auf den Akku angewiesen, zumindest heute, und habe noch 3% Akku. Und mit diesen 3% Akku könnte ich One-Take-Aufnahmen meiner Stimme für Strophe und Chorus machen. Aber es wäre doch schade, das hier nur wie in einem Film zu erleben oder eine Serie über Hippies und Bärtige. Nee. Kann ich den bringen? Meta-Ebene. Ja, bin am Text schreiben. Ich habe eine Strophe, es sind 12 Bars aktuell und schreibe gerade am Chorus hierfür. Und ich glaube, viel mehr gibt der Akku auch heute nicht her. Und habe versucht, viele Themen aufzugreifen, die heute präsent waren und Dinge, die heute für mich wichtig waren. Also gerade diese Realisation heute früh, das Tempo rauszunehmen. Mal ein bisschen von dem Druck loszulassen und gerade das Meditieren zu machen oder das Atmen und so. Das waren Sachen, die haben heute für mich die Welt verändert. Das war Wahnsinn. Für mich ist das im Alltag echt eine Falle, in die ich hin und wieder mal trete, dass ich mich so in Details verliere und so überambitioniert bin, dass ich den Blick fürs große Ganze verliere und mich dann wegen Dingen stress, für die es sich gar nicht lohnt. Hier wird es gerade zappenduster. Ich hoffe nicht, dass es jetzt regnet. Gerade während der Aufnahmen wäre natürlich doof. Wir schauen mal. Ich habe ja eh nicht viel Zeit dahingehend. Augen zu und durch. Wofür all der Stress? Ich bin doch meinetwegen hier, auch wenn ich's mal vergess. Ja, manchmal bisschen überambitioniert. Steck ich so tief in den Details, dass ich verpass, was passiert. Aber es wäre doch schade, das hier nur wie einen Film zu erleben. Oder eine Serie über Hippies und Bärtige. Nee, lass mal lieber innehalten, mittendrin stehen. Mal bisschen loslassen, Fokus ziehen, nicht aufs Problem. So, es ist tatsächlich kurz vor Sonnenuntergang und mächtig regnerisch. Ich werde jetzt meine Sachen zusammenpacken und mich langsam auf den Weg in Richtung Lager machen. Das war's für heute. Kann eh nichts mehr machen. Hat Spaß gemacht heute. Wahnsinn. Was für ein toller Tag. Es war auch ein Tag der Selbstwirksamkeit. Ich habe ganz doll erfahren, was ich so alles fähig bin, mit meinen eigenen Händen zu machen. Und dass ich die Mittel habe, um da klarzukommen, loszulassen. Und dann werden die Dinge auch wieder leichter. Packen wir zusammen. Werft ihr mal einen Blick darauf, was die anderen machen und ich bin erstmal raus für heute. Macht's gut. Okay, go. Ja, moin. Ich bin mega überrascht, wie viel Low-End auf den Aufnahmen drauf ist. Also das SM58 war voll die richtige Wahl, weil es halt viel Nahbesprechungseffekt hat. Das heißt, wenn ich nah rangehe, dann wird mehr Bass aufgenommen und die Instrumente klingen halt ziemlich clean und schön voll, obwohl ich halt im Hintergrund immer das Wasserrauschen hören habe. Also mega nice. Ka, ka, wir kämpfen mal wieder gegen die Zeit, Alter, weil die scheiß Powerbank irgendwie nicht so krass ausreicht. Ich habe gerade noch einen Screen Recorder mit angehabt und das war nicht so die schlauste Idee. Ja, das heißt, wir haben jetzt mal wieder Zeitdruck ein bisschen. 52 Minuten, um die Performance abzuschließen. Naja, wir kriegen das hin. Boah, Viecher, ey. Ich habe dieses was ich mit den Fingern so schnell gemacht habe, links und rechts mit Autopan, also im Stereopanorama schnell wandern lassen. Das klingt sehr lustig. Fetten Hall drauf, geiler Hinne-Effekt. Ja, ein bisschen glitchy, ich mag's.
15% Akku, kann sein, dass es gleich ausgeht, aber ich hau jetzt noch einen Take Vocals rüber. Mein lieber Wald, mein lieber Wald, ja. Das hier ist mein Liebesgedicht an dich, mein lieber Wald, ich hab dich echt lieb. Auch wenn du mich piekst und stichst, auch wenn du mich piekst und stichst, ey, mein lieber Wald, ich hab dich wirklich lieb. Doch das ist manchmal echt nervig, wenn du mich piekst. Moskitos, einfach zu viele, einfach zu viel, viele Moskitos. Doch ich hab dich trotzdem lieb, hab dich trotzdem lieb, mein lieber Wald. Okay, keine Ahnung, ob ich es drin lasse oder nicht. Unentschlossen. Ich weiß nicht, ich hab das mal eingesungen, guck jetzt nochmal kurz. Vocals, yeah! Hui, war das ein Run, ey. Okay, die Musikproduktion heute war um einiges aufwendiger als gestern. Viel mehr Sounddesign, geile Sounds designed auf jeden Fall auch, die sich ganz gut hören lassen. Track insgesamt nicht so lang geworden, aber noch Vocals am Ende, richtig schön. Hat Bock gemacht, hat Laune gemacht. Jetzt brauche ich erstmal ein bisschen Pause. Oh, mein Arsch tut so hart weh. Ah, dieser Baumstamm ist irgendwie echt nicht bequem. Nur um das nochmal kurz festzuhalten, alles was an Grundsounds in diesem Song steckt, kommt aus diesem Stock, den ich zu einem Multi-Instrument-Sample-Dingsbums zurechtgebaut habe. Musste halt auch feststellen, dass ich mit dem Setup maximal meinen Laptop 3 Stunden ungefähr betreiben kann, 3,5 vielleicht. Und das begrenzt natürlich auch schon. Ich denke mal, die anderen können deutlich länger produzieren mit ihrem Zeug. Mein Laptop frisst halt so viel scheiß Akku. Ja gut, ich hole das Beste raus. Mir ist echt kalt gerade. Oh, ist echt frisch geworden. Sonne ist auch nicht mehr da. Keine Ahnung, ich hoffe, ich werde nicht krank. Sachen gepackt und los geht's, weil es wird echt dunkel. Sonne ist komplett weg. Zeit für einen Heimweg. Oh, ich finde es Wahnsinn, wie schnell diese Tage rumgehen. Ich meine, immer was zu tun mit der Challenge so. Oh, ich habe, glaube ich, heute 10 Minuten, Viertelstunde aktiv Pause gemacht und ansonsten irgendwie immer was zu tun gehabt. War ja auch voll geil, aber crazy. Bye bye Waterfall, see you tomorrow. Und ab geht's nach Hause. Oh, die Katze. Ich habe im letzten Jahr wahrscheinlich die schwierigste Phase meines Lebens erlebt. Ich habe auf YouTube bisher noch nicht drüber gesprochen, aber ich glaube für den heutigen Track wird das relevant. Alter, und diese Gesamtbelastung ist heftig. Dein Rauschen könnte ich unter 100.000 raushören.